Downlights sind eine universelle Beleuchtungslösung, ganz egal ob in der gewerblichen oder in der privaten Anwendung. Heute stellen wir Ihnen das LED-Downlight UGR19 aus dem Hause LEDvance vor, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet und zugleich individuelle Anforderungen an bedarfsgerechte Beleuchtung unterstreicht. Hallo Florian! Hallo Katja! Mensch, du, Downlights sind ja schon seit vielen Jahren vielmals und gern eingesetzt in Projekten. Und wenn man jetzt mal überlegt, durch den Einsatz von LED hat man hier noch die Möglichkeit, bis zu 60% an Energie einzusparen. Doch wo liegen denn hier tatsächlich die Unterschiede? Ja, Katja, da hast du recht. Gerade diese enorme Energieeinsparnis von 60% macht unser Downlight UGR19 ideal als Austauschprodukt für bestehende Installationen, wo nach wie vor Kompaktleuchtstofflampen zu finden sind. Aber schauen wir uns das Produkt doch mal im Detail an. Ja, sehr gern. Ja, wenn man es aus der Verpackung holt, sieht man sofort diese solide Gehäusebauform. Alles komplett aus Aluminium gebaut. Hier, ich drehe es mal rum, ich zeige es mal in die Kamera. Dann haben wir hier diese robusten Metallclips. Im Gegensatz zu früheren Kunststoffleuchten bricht hier nichts mehr aus. Alles stabil, sicher verankert im Leuchtengehäuse. Aber was das Produkt tatsächlich besonders macht, ist hier dieser tiefgezogene Spiegelreflektor mit einem oberen Abschirmwinkel von rund 30 Grad und einem UGR-Wert von 19, was zu einer guten Entblendung im Raum führt. Und somit ist es eben dann auch für den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze eben dann auch geeignet, richtig? Ja, richtig, genau. Und wenn wir jetzt gerade eben bei Einsatzgebieten sind, welche Schutzart bringt denn das Downlight mit? Das Downlight UGR19 hat eine Schutzart von IP54 und ist dadurch auch für Räume geeignet, die mit einer höheren Feuchtigkeitsbelastung zu rechnen ist. Das heißt beispielsweise in Sanitärräumen oder auch Küchen im Großraumbüro, aber auch Treppenhäuser und Treppenaufgänge. Allgemein dort, überall dort, wo Übergangszonen sind, beispielsweise Flure oder der Empfangsbereich und Wartezonen. Diese Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten bedingt natürlich, und das wird den Architekten jetzt besonders freuen, das einheitliche Deckenbild, das man jetzt über die ganzen Gebäudeteile realisieren kann für die unterschiedlichen Räume. Allerdings müssen wir natürlich da auch mit verschiedenen Anforderungen bezüglich der Lichtsteuerung rechnen. Deshalb bieten wir neben der On-Off-Variante, also das einfache Ausschalten, An- und Ausschalten, auch zwei Versionen für Lichtsteuerungssysteme an. Einmal unser drahtgebundenes System Vivaris DALI 2 IoT und das funkbasierte System Vivaris Zigbee. Okay, also durch eine drahtlose Ausführung haben wir dann die Möglichkeit, selbst sogar in denkmalgeschützten Gebäuden dieses Downlight einzusetzen. Ja, ganz richtig. Gerade im Denkmalschutz ist es ja oft so, dass man die Deckensysteme gar nicht öffnen darf oder eben Steuerleitungen einfach nicht ziehen kann. Und jetzt hast du ja auch gesagt, also das Downlight kann man komplett, egal wo im Gebäude, eben dann auch einsetzen. Und dann kommt bei mir relativ schnell natürlich auch die Frage, wie ist es denn mit der Installation? Also gerade bei größeren Bauvorhaben darf es einfach nicht kompliziert sein. Ja, ist richtig. Also die Zeit ist natürlich immer ein Faktor. Deshalb haben wir, glaube ich, in diesem für das Projektgeschäft eine ganz gute Lösung gefunden für die Installation unserer Downlights. Man kann den Leuchtenkopf direkt hier mit diesem mit dem Vierteldrehverschluss vom restlichen elektronischen Teil trennen und separieren, so dass man dann in der Zwischendecke, so im ersten Bauabschnitt, wenn die Trockenarbeiten, die ja in der Regel etwas schmutziger sind, zugange sind, so dass man da schon mit der Elektroinstallation beginnen kann. Dazu haben wir hier diese Anschlussbox, besteht aus einer fünfpoligen Leuchtenklemme. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Hier habe ich ein Kabel vorbereitet. Wir entfernen hier den Clip von der Zugentlastung und jetzt können wir hier werkzeuglos die Leitung anschließen, die Zugentlastung platzieren, runterdrücken
Und jetzt die Anschlussbox mit dem Gehäusedeckel wieder verschließen. So, und fertig ist die Installation. Ja, tipptopp. Also sehr komfortabel. Und da macht natürlich die Arbeit mit solch einem Produkt natürlich dann auch echt Spaß. Wenn wir also mal zusammenfassen, das LED-Downlight UGR19 ist eben dann geeignet für anspruchsvolle Sehaufgaben und eben dann durch die gute Entblendung und eben das geringe Flimmern auch bildschirmarbeitsplatztauglich. Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich der Hauptpunkt bei unserem Produkt. Aber auch hervorzuheben die hohe Schutzart IP44 für den Einsatz in sämtlichen Gebäudeteilen. Darüber hinaus die Auswahlmöglichkeiten für das Vorschaltgerät, für die verschiedenen Lichtsteuersysteme und last but not least auch noch die hohe Materialgüte für eine lange Freude an unserem LEDVENZ-Produkt. Ja, und was für eine Garantie wird hier jetzt dann ausgesprochen bei diesem Produkt? Aus den genannten Gründen können wir für dieses Produkt eine Produktgarantie von 5 Jahren gewähren. Mensch, das ist natürlich ein Wort, ja, und rundet natürlich das Gesamtpaket hervorragend ab. Vielen herzlichen Dank, Florian, für deinen Einblick. Gern geschehen, Katja. Und wenn Sie nun Interesse an der LEDVENZ Downlight-Familie haben oder mehr über das LEDVENZ Leuchtensortiment erfahren wollen, dann kommen Sie auf uns zu, kontaktieren Sie uns oder besuchen uns auf der Website www.ledvenz.de.